Was geht, Leute? Ich bin's, euer Looks Like Link, und heute spielen wir The Legend of Zelda The Minish Cap. Ja, da wir ja zuletzt Zelda Skyward Sword durchgespielt haben, geht es natürlich nun weiter mit Minish Cap. Ich habe von einigen gehört, dass das Spiel richtig gut sein soll. Wirklich jeder, der es gespielt hat, sagt mir, es ist gut, man muss gespielt haben. Deshalb bin ich hier und wir werden es heute spielen. Ich werde wahrscheinlich in diesem Let's Play mehrmals Parallelen ziehen zu Skyward Sword. Einfach nur, weil es in der Timeline direkt danach kommt und weil ich es halt vor kurzem Let's Played habe und da halt noch ein bisschen was zu ziehen kann. Ansonsten, viele andere Zelda-Spiele habe ich nicht gespielt. Vielleicht habe ich da noch irgendwas, aber wahrscheinlich eher nicht. Und ja, ich bin gespannt, wie das Spiel sein wird. So, Language wollen wir natürlich umstellen. Für die, die sich wundern, ich spiele hier auf der Nintendo Switch Online. Man kann das Spiel aber natürlich auch auf einem Game Boy Advance spielen. Ich glaube, auf der Wii U gab es das damals auch, als es noch den eShop hatte. Und wird das Spiel jemals ein Re-Release bekommen? Eventuell sogar ein Remake? Also wenn ihr mich fragt, es wäre sehr, sehr cool. Aber ich hoffe nicht drauf. Ich gehe nicht davon aus. Also deshalb spiele ich das hier, sonst würde ich ja darauf hoffen, dass es kommt und würde das hier nicht spielen. Und ja, das Einzige, was ich weiß, ist, dass man... Ich sag lieber nichts. Wir werden sowieso alles wahrscheinlich von dem, was ich weiß, in der ersten Folge direkt herausfinden. Also kein Spoilern, einfach direkt reingehen hier. Für die, die mich nicht kennen, nein, mein Name ist nicht Looks Like Link. Mein Name ist Mick oder auch Mike. Genau, wenn man den vierten Buchstaben dazu tut, das ist Mike. So dürft ihr mich nennen, ich erlaube es euch. Ich würde sagen, da haben wir unseren kleinen Jungen. Machen Textgeschwindigkeit natürlich auf schnell. Helligkeit. Ich sehe nichts. Machen wir auf normal. Ich denke, das passt. Und los geht unser Abenteuer. Warte, was passiert, wenn ich hier kopiere und dann lösche? Manche Spiele haben nämlich eine coole Animation dabei. Ich weiß, ich bin so nerdig bei sowas. Aber ich will das sehen. Bist du sicher? Ja. Löschen. Ja, okay, nichts Besonderes. Schade. Okay, let's go. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden, seither ehren die Menschen das Schwert. Das Minish-Schwert? Damit ist aber nicht das Master Sword gemeint, da bin ich mir sicher. Ach ja, und das ist übrigens einer von mehreren Spielen, die den, ich sag mal, den Wind Waker-Artstyle mitnehmen, also so einen cartoonischen Artstyle, und ich liebe den von allen Zelda-Artstyle am meisten. Also bin ich vor allem deswegen auch sehr gespannt, wie das Spiel aufgebaut sein wird. Was einer der wenigen ist, die es auf dem Handheld sind. Ach ja, und dieses Spiel wurde nicht von Nintendo selber, sondern von Capcom gemacht worden, wie ihr auch schon ganz am Anfang im Intro gesehen habt. Also mal schauen, ob Capcom was Besseres hinkriegt als Nintendo, hm? Guten Tag, Onkel Alberich. Hoppla, die kleine Zelda, bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm, wo ist denn Mike? Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minish-Fest stattfindet. Ist ein bisschen wie Sabaton. Ich bin gekommen, weil ich mit Mike dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Mike hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Der schläft bestimmt immer noch. Der steht aber bestimmt auch bald noch auf. Ah, ich muss noch was zum Schloss abliefern. Das könnte Mike dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Mike! Wir schreiten da so rum. Ah, ist ja okay. Boah, meine Haare. Ist das ein Birdsnest, ey. Und ja, hier sind wir. Ich spiele mit einem Zuschauer. Ja, also normalerweise ist der Bildschirm eigentlich ganz klein. Die Expo-Gräche habe ich auch lang gezogen. Ich hoffe, das ist okay so. Und was können wir machen? Wir können rollen.
Ich liebe diese Soundeffekte von Wind Waker oder sowas. Ja, wie gesagt, ich liebe den Artstyle und ich liebe generell den ganzen Look vom Spiel. Plus, ich merke... Ich kann hier irgendwas machen. Okay. Plus, ich merke, wir haben gar keine Ausdaueranzeige. Das heißt, wir können einfach so unendlich rollen, wie wir wollen. Was cool ist. Yeah! Ach ja, das ist ein Top-Down-Spiel. Ist offensichtlich hier, oder? Kein 3D-Spiel. Kein 3D. Und ich spiele es natürlich blind. Falls ich es nicht erwähnt haben sollte. Und wir spielen 100%. Zumindest wurde mir gesagt, dass man 100% nicht unbedingt machen kann. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Ich merke übrigens gerade einen Bug. Oder zumindest irgendwas, was komisch aussieht. Und zwar, wenn ich hier so rumlaufe, warum sehe ich dann seine nackten Füße? Und so sehe ich dann aber seine Schuhe. Seltsam. Naja. Raus können wir nicht. Nee, geht nicht. Wir müssen da lang. Zelda! Hey! Ah, Mike! Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minish-Fest gehen möchte. Hallo, Mike! Komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Alberich hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage, du. Geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe keinen Bock. Okay. Dadada, Schwert des Alberichs erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht. Was werden wir noch zum Postboten? Ja, aber zumindest mal, ich kann mit einem hübschen Mädchen dahin gehen. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verlier es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Gib Acht, dass ihr nichts passiert. Aha, Hyrule. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also, Mike, auf in die Stadt. Alright. Ja, man sieht schon einiges passiert nach Skyward Sword. Die haben hier unten Hyrule gebildet. Ja, und ich weiß noch nicht, wie unser Charakter oder die neue Zelda mit den alten Charakters zu tun haben werden. Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Hier finden wir 20 Rubine. Roten Rubinen, auch bekannt. Was für ein Glück. Ja, grüne Rubine sind ein Wert. Und das war so viel wert wie 20 grüne Rubine. Also der rote. Ich glaube, wenn wir hier... Genau, wir haben ein Item-Menü. Wir werden also sehr viele Items hier bekommen. Dann speichern. Herzteile. Ja, wenn man 4 Herzteile sammelt, dann kriegt man einen vollen Herzcontainer. Das heißt, ein komplettes Leben dazu. Hier ist das Schwert. Hier werden wir einiges sammeln müssen, sehe ich. Okay. Sorry für Spoilern. War eigentlich klar. Okay. Und Select macht bisher noch nichts. Vielleicht später. Hä? Hey, ich bin hier, Mike. Ja, ist ja gut. Ich will mich noch ein bisschen umschauen. Ah, schaut mal. Jetzt steht hier Rollen, wenn ich mich bewege. Weil ich aber vor dem Ding stehe, steht da Tragen. Und da kann ich das in die Luft nehmen. Ich liebe diese Compressed Sounds. Du hast ein Herz gefunden. Oh, das hätte ich gerne von Zelda jetzt bekommen. Ja, Herzen heil mich natürlich. Geld können wir brauchen, um später Sachen zu kaufen. Ja, ja. Der Standard. Wüt. Ich habe übrigens vorhin ein bisschen die Audio laut gemacht. Ich hoffe, die passt. Sonst fixt sich das nächste Folge. Aber ich denke, das sollte eigentlich alles easy peasy passen. Vor allem jetzt, wo ich es lauter gemacht habe. Ja, komm, reicht. Mike, komm, beeil uns! Okay, ist ja gut. Ich muss aber ehrlich sagen, von allen Zelda-Designs finde ich das hier mitunter einer der besten. Genauso wie das aus Skyward Sword. Das finde ich auch super. Ja, und der Link hier. Ich meine... auf jeden Fall schon dem aus Skyward Sword. Sieht schon nicht aus. Okay, komm, ich rede zu viel. Komm, ich rede zu viel. Es tut mir leid. Stadt Hyrule ist oben. Welt von Tabanta. Ich habe schon Tabaka gelesen. Tyloria-Wald. Tyloria-Wald? Okay. So, das ist die Stadt Hyrule. Terry! Oh mein Gott, das ist Terry! Guck mal, Mike, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Sehr gut. Hier ist ein Fest, oh mein Gott.
Willkommen auf dem Minish-Fest. Heute ist das 100. Jubiläum. Vielleicht kommen ja Minish in die Stadt. Minish? Was sind das denn für welche? Soll ich von denen Angst haben? Stadt Hyrule. Das war mir schon irgendwie nie klar. Puh, es war viel Arbeit, das Fest vorzubereiten. Ein tolles Fest, oder? Ja. Auf jeden Fall. Zelda guckt mich direkt an. Ah, Mike, hast du Spaß? Dieses Fest ist das größte in Hyrule. Deshalb sollte man es genießen. Ja, ich versuch's. Ich mag diese Figuren, die sie auf den... auf den Häusern haben. Da oben war einfach nur ein Schuh. Die Minish bringen uns Menschen Glück mit. Ach, wann kommt wohl das Glück zu mir? Ach, wird schon mit der Zeit. Jedes Jahr beim Minish-Fest gibt es ein Schwertkampfturnier. Das diesjährige ist schon zu Ende. Ein düsterer Mann hat diesmal gewonnen. Düsterer Mann? Das hört sich aber nicht so nett an. Wer bist du hier? Hallo? Kann ich bitte reden? Viele schöne Sachen, die ganz viel Freude machen. Nehmt an der Tollerie teil und erspielt euch absolute Top-Gewinne. Ah, Glücksspiel. Nee, du. Mike, hör doch mal dem Geschichtenerzähler zu. Hey, was ist das da? Okay. Ich glaube nicht an die Minish. Ich bin doch kein Kind mehr. Diese Minish gibt es doch gar nicht. Ist das wieder Weihnachtsmann oder was? Na, wer gut ist, wo soll die Minish treffen können? Okay. Mysteriös. Vor langer, langer Zeit wurde unsere Welt von Ungeheuern heimgesucht. Wir Menschen waren hilflos. Da erschien die Minish. Sie gaben uns das Schwert des Lichts. Mit Hilfe dieses Schwertes konnten die Monster besiegt werden. Wir konnten wieder in Frieden leben. Als Dank für die gute Tat der Minish feiern wir jedes Jahr dieses Fest. Die Minish erscheinen nur guten Menschen. Wer Schlechtes tut, kann sie nicht treffen. Das hört sich sehr interessant an. Ich bin auf dem Rückweg vom Schloss im Norden, vom Schwertkampfturnier. Ich bin ein wenig hungrig. Ja, vielleicht kann mir was kaufen. Terry, man kennt ihn schon. Oh ja, das Fest ist super, Mann. Und meine süßen Früchte machen das Fest noch wundervoller. Yeah. Ach, den kann man nur mögen. Gemüse, frisches Gemüse, beste Ware zu sensationellen Niedrigpreisen. Ich habe kein Geld, sorry. Also ich habe 20 Euro, aber reicht nicht. Ich bin zum allerersten Mal auf diesem Fest. Wo sind denn diese Minish? Keine Ahnung. Die Leute gehen mir auf die Nerven. Immer nur Minish. Das ist doch nur ein Märchen. Ist das so? Siehst du sicher? Du bist das Enkelkind von Alberich, nicht wahr? Alberich ist der beste Waffenschmied in ganz Hyrule. Ich nehme jedes Mal am Turnier teil, weil ich sein Schwert haben möchte. Aber ich bin chancenlos. Dieses Jahr war dieses Turnier aber echt toll. Diesmal gewann ein Fremder mit seltsamen Techniken in kürzester Zeit. Aha. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Sind wir verwandt mit Zelda? Und warum sieht ihr Sprite eigentlich so low-res aus und meiner so high-res? Ach ja, übrigens, wir blinken, wir blinzeln. Manchmal sieht man das, müssen wir auch achten. Das Fest ist schön, so lebendig, ein herrliches Fest der Friedenszeit. Alright, alle sind geheilt, alle freuen sich. Was bist du für einer? Ja, ich war lange auf Reisen und kam wegen des Festes in die Stadt. Stadt Hyrule ist wirklich schön. Ich will ein Gesicht darüber schreiben. Ja, mach doch mal. Mehr Zelda. Mensch, gibt's also wirklich? Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Einmal in 100 Jahren öffnet sich das Tor zwischen der Welt der Minish und der Welt der Menschen. Und dieses Jahr ist es soweit. Dann besuchen die kleinen Minish unsere Welt. Ich freue mich schon. Man muss nur lang genug leben. Hat sein ganzes Leben nur darauf gewartet, die Minish zu sehen. Okay. Ich habe noch nie einen Minish gesehen. Hey du, hast du schon mal einen Minish gesehen? Ich schon. Ich habe rote Zipfelmützen. Die haben rote Zipfelmützen auf und sind winzig. Sie waren in Papas Schuh. Sicher, dass es nicht einfach nur Socke war? Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt, wer wohl gewonnen hat. Und jetzt? Gewinn! Okay. Boah, Zelda. Ich bin so aufgeregt. Hauptgewinn! Gewonnen! Unglaublich! Du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda! Also dann, such dir was aus! Da hätten wir einen herzförmigen Stein? Keine Ahnung, was es sein soll, sieht komisch aus. Ich habe noch hier ein schönes großes Juwel. Ist nur 20 Euro wert. Oder aber auch einen kleinen, mickrigen Schild, der aber ein hübsches Design hat. Nun, wofür entscheidest du dich, Zelda? Das Juwel? Der Stein? Oder das andere hübsche? Such dir was aus, was dir gefällt. Ich nehme den kleinen Schild. Wieso? Warum? Hä, wieso das denn? Was willst du mit dem Schild? Nimm doch diese 20 Euro, die Abzocke. So ein schönes, weder schön noch kleidsam.
Hier zum Beispiel, der herzförmige Stein. Ist doch hübsch, oder? Du bist doch Frau und so. Frauen mögen doch hier sowas. Oder hörst du hier? Eine wahre Augenweide. Hier 20 Euro. Abzocke. Oder willst du es nicht? Diese beiden Sachen sind doch so viel besser als der Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Kann ich ihn bitte haben? Fräulein Prinzessin, ihr seid komisch. Na, okay, wollt's ja haben. Hier, nimm ihn ruhig. So, den schenke ich dir jetzt. Das Schild steht Mike gut, nicht wahr? Was von Zelda einen kleinen Schild geschenkt bekommen. Danke, das war aber dein Gewinn. Lege ihn im Itemmenü auf A oder B. Halte den Knopf gedrückt, um den Schild vor dich zu halten. Ein Geschenk von Zelda. Für dich. Ja, wirklich, du siehst toll damit aus. Danke. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon sehr spät. Oh nein, wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm mal, gehen wir. Da hast du recht. Ja, mit A haben wir jetzt ein Schild. Damit können wir uns langsam bewegen. Rückwärtsgang. Piep, piep, piep. Okay, rein da. Boah, ist aber riesig hier. Junge, wie sieht die denn aus? Ich bin ein braves Kind. Deshalb kann ich beim Game nicht spielen. Ich habe noch nie einen Mönch gesehen. Achso, das ist ein Gleichnis. Okay. Ich bin mit einer Schwester aus einem fernen Land gekommen, um das Fest zu sehen. Die Mönche sollen winzig klein sein. Ob es sie wirklich gibt? Gibt es Talente wirklich? Gibt es die Mönche wirklich? Finden es noch heraus. Bin mit meiner Schwester von ganz weit weg zum Mönchfest gekommen. Hey, ich komme vom Schloss im Norden, um über dieses Fest zu wachen. Schön für dich. Schloss Hyrule. Ja, dann let's go. Warum nicht? Ha, ha, ha. Also dann, Mike, lass uns zum Schloss gehen. Ich bin schon dicht auf den Fersen. Hä, hä, hä. Warte mal, ist ein Schild. Immer alles lesen. Schloss Hyrule, Stadt Hyrule, Gongolberg, Hylia-See. Aha. Hm? Also ja, Hyrule ist benannt nach der Hylia. Die gute Dame. Aua! Das sind die Händler-Dekus, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten. Eine echte Plage, diese Laubkerle. Mike, tu doch was. So kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Nüsse. Okay. Aua. Mach's nochmal. Bam. Haha. Tut mir leid mit der Nuss. Ich kam doch in die Stadt, um auf dem Fest Geschenke zu machen. Aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. Ja. Daily Life von einem P-Shooter aus PVZ. So wird das nichts mit den Geschäften. Also zurück ins heimliche Dunkel. Der Arme. Der Händler-Deko sah süß aus, aber er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Da hast du vollkommen recht, Zelda. Was ist denn hier? Teil der Königsfamilie. Ja, können wir nicht lang. Sollen wir auch nicht lang, denke ich. Was ist denn hier? Hier ist irgendwas zugewachsen. Aua! Verdammt, ich habe mir wehgetan. Verdammt, na gut, egal. Kleiner Kratzer auf der Schulter, was soll's. Tut nicht weh. Noch nicht. Hey, willkommen auf Schloss Hyrule. Ah, Prinzessin Zelda, ihr seid wieder das Schlossgelände verlassen. Ja, und? Darf sie das nicht? Das Schwert des Alberich, der Minister waltet durch am Schlosseingang. Los, husch. Die Siegerehrung wird gerade vorbereitet. Durchgang verboten. Okay, sorry. Die Siegerehrung. Ja, weiß ich. Siegerehrung! Ja, ist ja okay, Alter. Sind so besessen davon. Lass mich in Ruhe. Ich weiß es. Ich hab's verstanden. Ja. Oh, Mike, du hast das Schwert hergebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Also bis später, Mike. Das Fest war toll, nicht? Ja, war schon nice. Ja, du schon hier bist, Mike. Bleib doch zur Siegerehrung. Ach, jetzt soll ich doch bleiben? Oh, cool. Na dann. Wow, da ist es. Das Lichtschwert. Von den Minish. Mike, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Man nennt es nämlich das Schwert der Minish. Es versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert. Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Aha. Wir beginnen nur mit der Siegerehrung. Der Sieger, Fati, möge hervortreten. Warzi oder Fati? Oh, Fati hat gewonnen. Guck mal her, Fati. Oh. Oh mein Gott, er ist edgy.
Hätte nicht gedacht, dass es so klappt. Das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste? Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Hä? Was zum... Stopp, das darfst du nicht! Puh! Na komm! Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Der hat das Schwert kaputt gemacht. Und die Kiste geöffnet mit den ganzen bösen Geistern. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir später nur im Weg sein. Was zum... Hey! Durch meinen Fluch werde zu Stein. Das lasse ich nicht zu. Ah, mein mickriger Schild war nicht gut genug. Das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Hä? Was zum... Hä? Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste? Och man, ich dachte, da wäre Geld oder sowas. Na gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Pokémon-Sound? Was ist das für ein kranker Irrer? War das nur ein Traum? Nein, das war kein Traum. Das war alles echt. Das muss ich erstmal verarbeiten, Leute. Finden wir in der nächsten Folge raus, was hier wirklich passiert ist. What the hell?